Ich könnte jetzt die ganze Zeit einfach sagen, nur um so zu wirken, als würde ich über etwas nachdenken, aber dem wäre gar nichts. Hey, hallo! Es war ziemlich dringend, also tut mir leid. Oh, hat die Blase so sehr gedrückt. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Mir fehlen noch 2 Münzen. Ja! Ja! Und ich habe ein Leben. So, was ist eigentlich? Da bin ich reingekommen. Gut, dann gehe ich erstmal da lang. Der letzte Livestream ist ein Special, bei dem alle Co-Mods auf einem dabei sind. Ich glaube eher nicht. So, wie hole ich mir meine 2 letzten Münzen am besten? Ich sage, ich mache das da. Und das da. Tada! Und Light, ich heiße Zaki. So. Und gespeichert. Nein, er verstößt euch nicht, er mag euch sicher. Was? Herr Hase sagt gerade, du verstößt ihn. Also Tee und Herr Hase. Einmal benutzt und dann weggeworfen. Oh Mann, jetzt ist es mir ein tolles Wortspiel eingefallen. Das waren meine Kondom-Moderatoren. Entschuldigung. Moderatoren wie seine Unterwäsche. Oh Gott. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom 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 nom. Da ist ja noch ein Stern, den ich nicht hab und so. Wieso hab ich den Stern, der da drüben ist, noch nicht? La 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 la. Aber erstmal will ich ja eigentlich noch eine Variummütze haben. Ja. Nein, 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 nein! Das hat mir Angst gemacht. Wieder einfach die Stampfattacke machen und bist einfach nur 3 cm vom Boden entfernt. Ja. Ich verstehe gerade nicht. Ach so, oh. Das war jetzt bestimmt wegen meinem Kondom-Moderatoren-Witz. Ja, aber ja. Der ist wenigstens mit ein bisschen Hirn gewesen. Ja, schon. Hundefutter, jetzt auch mit Hirn. Das ist es halt, das ist der Unterschied zwischen Sauwitzen und Hirnwitzen. Das mit dem Ohrwurm heute war tatsächlich Mobbing. Hä? Mobbing? Mobbing Dick? Dein Ernst? Ja. So, wo wollte ich jetzt eigentlich mit dem nochmal hin? Ach so, ja, ich wollte nämlich in das Wario-Level. Da brauche ich nämlich auch noch alle 8 Münzen, die rot sind. Also alle 8 roten Münzen. Gruß beim Wort Bremen. Ja, sauber. Na, es ist ja sehr sauber. Aber erstmal brauche ich die Nessie da. Eine Brennnessie. Oh, wenn sie Feuer spucken würde, wäre sie eine. Oh Mann. Jetzt ist heute wieder Karlauer Tag. Tag der schlechten Wortwitze. Oh Gott.
Ach übrigens, weil hier ja sowieso gerade nicht so viele mitschauen. Euch ist doch sicherlich aufgefallen, dass wenn ich mal einen schlechten Wortwitz bringe, Marc immer das Wort Karlauer raushaut. Was ehrlich gesagt auch so ein anderes Wort für einen Wortwitz ist. Ursprung hat das Ganze in einer Stadt in Brandenburg, wie manche vielleicht wissen. Und jetzt ratet mal, aus der komme ich. Oh. Deswegen sagt er das auch immer. Kuckuck. Weißt du, wie man riecht, wird man nicht mehr los. Außer piep. Die Geister, die ich piep, die wäre ich jetzt nicht los. Und. Brennessi kommt bestimmt aus Tennessee. Aus Tennessee. Brennessi aus Tennessee. Ja. Aber ich hoffe, ich schaffe das rechtzeitig wieder der Strömung zu entfliehen. Sonst habe ich ein Problem. Flieh um dein Leben. Puh. Oh oh. Jetzt muss ich auch noch Wario bleiben. Wenn's geht. Nein! Nein! Oh, das ist doof. Mütze. Außer natürlich, ich schaffe ich es. Ich kenne auch jemanden, der aus. Ach, Wario ist ja hat ja da hinten seine Mütze schon. Ja. Gut so. Du bist die Reinkarnation von. Ich bin zu doof in Deutsch, Alter. Ich gehe weiter mit meiner Muttersprache. Ich gebe es auch mit Deutsch. Nein, mach das nicht. Du machst das echt gut. Danke. Yippie! Und da ist ein Stern. Ich will diesen Stern. Ich will diesen Stern. Deswegen gehe ich da unter. Reinkarnation. Was ist denn eine Reinkarnation? Keine Ahnung. Der ist mir Reinkart. Jetzt hat mein Auto Aua. Reinkarnation. Okay, die Reinhardt-Nation. Reinkarnation. Ja. Reincarnage. Ach, komm schon. Oh, ich komm schon. Ah, nein! Was war das denn? Mamma mia! Oh. Re wird überfahren. Re, WB. Oh Gott. Oder genau. Ah, ich weiß was. Ja. Ja, und zwar, Nein, und ein Reh im Chat. Das Reh ist gerade nicht da gewesen. Kommt aha wieder, sagt Reh. Sagt er Hi, Hi. Genau wie das, was ich. Wo muss ich jetzt denn eigentlich aber für diesen komischen Wario-Kopfstern hin? Oder was das war? Eine Frage von Lai. Und zwar: Wie hast du bei dem einen Intro-Gag aus Maske der Wunder-Latens Stimme nachgemacht? Nachgemacht! Oh. Hallo? Nachgemacht? Ich verbitte mir, dass das. Also wirklich. Nachgemacht. Ich glaube, hier sind die Ausmaße meiner. meiner, sagen wir mal, Connections nicht realisiert worden. So, aber wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn jetzt? Gibt's hier noch einen Weg, der da reinführt? Auf der anderen Seite, da bin ich. Da soll ich hin. Also muss ich da durch. Okay, also was ich sagen wollte, wie ich die Layton-Stimme da reingekriegt habe, natürlich, die ist direkt von der Quelle. Anders muss ich das nicht sagen. Das größte Tier, was ich bis jetzt überfahren habe, war eine Fledermaus. Das gefährlichste Tier, was? Nee, was ich überfahren habe, war ein Polizist. GTA. Sonst kann ich ja nicht fahren. Oh mein Gott. T ist ein Veganer. Nein! Er ist die große Hexe-Veganer. Nein! Wo ist jetzt die kleine und die mittlere?
Ich weiß es nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie komme ich denn jetzt... Also, da wo ich hin wollte ist... Ah, okay. Hier gibt es ja wenigstens eine Landkarte, also müsste ich doch theoretisch irgendwann da ankommen, kennst wo ich hin will. Synchronsprecher von Dayton? Und bitte lass der Caps Lock. Dankeschön. Richtig. Ja, also ich habe mit dem, ich habe bei dem Synchronsprecher von Layton mal angefragt, ob ich ein Interview machen darf. Und da hat er gemeint, er möchte keins geben. Also habe ich gefragt, beziehungsweise nein, ich weiß nicht. Wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich habe ein paar Sachen über ihn rausgefunden. Zum Beispiel, dass er... Was ist denn hier los? Hier ist ja gar nichts. Okay, ich musste auch woanders hin. Jetzt weiß ich's. Gut. Jedenfalls, über den Synchronsprecher von Layton habe ich zum Beispiel auch rausgefunden, dass er... Oh, shit. Mist. Ach, nein, ich sterb gleich. Ich sterbe gleich. Nein, Kackfledermäuse. Nein. Kackfledermäuse. Oh, ich meine, doofe Fledermäuse. Ja, so. So. Jedenfalls, ich habe rausgefunden, dass dieser Typ, der hat ja auch in, ich habe ihn mal drauf angesprochen, genau, er hat nämlich mal in einem Spiel namens, Vanquish, oder so, mitgesprochen. Das ist mir aufgefallen, schon, weil ich das Spiel gespielt habe. Ist ein cooles Spiel an sich. Auf jeden Fall, er klingt da aber etwas anders als Layton. Und, er hat dann gesagt, das ist doch so eine Rolle gewesen, naja, da, entweder er spricht so, wie es von ihm erwartet wird, oder er kann den Job vergessen. Und ehrlich gesagt, so im Nachhinein schämt er sich dafür, dass er nicht einfach gesagt hat, gut, dann lassen wir es. Aber trotzdem, das Spiel ist trotzdem cool gewesen und, aua. Also jeder, der so ein bisschen Third-Person-Shooter oder ich glaube es war Third-Person auf Xbox 360, PS3 so spielen kann oder mag oder sowas, vor allem so mit einem bisschen futuristischen Anzug-Ding, ja, der kann sich das Spiel ja mal angucken. Nee, sag mal, ich würde das sagen, Leute. Hä, was ist denn jetzt los? Wer, was, wo? So von den Chat, was? Also, ich verstehe das nicht. Also, was sich manche Leute da einfallen lassen. Also, Menschen sind schon sehr interessant, aber... Menschen sind ja schon irgendwie interessant, aber ich wäre nicht gern einer. Okay, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich dahin komme, wo ich hin will. Und zwar hier durch das Labyrinth. Und da hoch. Ach, komm schon! Jetzt sauer. Und ich bin drin und ich krieg den Stern. Ja, Hase, du hast echt ein geiles Profilbild. Das war noch beim Kinect-Abschnitt heute, und als ich dich öfters... Angeschrieben wurde mir von Piep und Leid gesagt, ich würde mit dir flirten. Alles klar, okay. Ah, natürlich von unseren, geliebten... Störenfrieden! Der heißt nicht Sören. Kannst du mich hören? Okay, also, wir haben immer noch nicht Metalhead Wario. Wir haben wo schon muss ich da hin? Außer das... Ja, was ist denn, was muss ich denn da machen? Scarlett? Ja, bitte, Scarlett Johansson. Ich möchte bitte wissen, was muss ich tun, damit ich Varios Metallding, also, nein, das war falsch formuliert. Ach, wir sind hier nicht in der Schule. Nessie-Raum als Wario. Ah, ja, stimmt. Ja, klar, das ist das Einzige, was noch übrig bleibt. Ah, ich bin so schlau heute, dass ich vergesse, dass wir ja im Nessie-Raum mit Wario, klar, Metall und Schalter und so. Und Scheibenkleister. Nein! Selbstmordmütze. Genau wie der Gumbat. Ach, ich mach's hier ganz genau nach. Das hat sowieso keinen Sinn mehr. Noch eine Frage von Light.
Was ist deine Lieblingsfolge von Gravity? Ja, meine Falls? Ist es auch. Source. Ist das ein Anime? Moment mal. Moment mal. Nostalgische Gefühle zu meinem Fangame? Hallo? Das heißt sozusagen, ich habe dieses Level gemacht, weil es meine Lieblingsfolge war. Und du hast jetzt das nur als Lieblingsfolge, weil ich das Level dazu gemacht habe, weil es meine Lieblingsfolge war. Schlecht. Das hätte unabhängig voneinander sein müssen, aber nein. Ach.